befinden uns hier in Köln-Sülz, einem der familienfreundlichsten und kinderreichsten Viertel von Köln. Mein Großvater, der Opa Karl, hat damals am Barbarossaplatz das erste Haus Unkelbach 1930 eröffnet. Das wurde aber im Krieg zweimal zerstört und dann hat er hier in Sülz einen neuen Standort gefunden. Seitdem steht es hier. Quasi bin ich nicht die dritte, sondern die zweite Generation und ich hoffe, dass ich, wenn er noch leben wäre er, glaube ich, stolz, was sie aus dem Laden hier gemacht haben. Unsere Speisen sind gut bürgerlich, deutsche Küche, deftig, lecker. Natürlich dicke Bohnen mit Speck, Leberkäse, das ist was, das braucht der Mensch. Aber auch frische Salate, vegetarisch. Wir sind, glaube ich, das einzige Brauhaus, was auch eine kleine vegetarische Ecke auf der Karte hat. Und ja, wir bereiten alles mit viel Liebe vor und freuen uns am Kochen. Also die Spezialität, würde ich sagen, ist unsere Haxe. Die schmeckt einfach super, die ist schön knusprig, dauert halt auch eine Viertelstunde. Aber es ist ein Erlebnis, diese Haxe zu essen. Das ist eigentlich einzigartig in Köln. Wir zapfen ausschließlich aus Fässern, wenn gut zu tun ist, so wie meistens, Gott sei Dank. Nehmen wir 50er Fässer, 5 Liter Fass, das sind 250 Gläser und der Rekord liegt, glaube ich, bei 8 Minuten, 9 Minuten, dann ist das Fass leer. Nein, also wer bei uns ein Wasser bestellt, der kriegt sogar die blöde Frage, ob er mit oder ohne Kohlensäure haben möchte. Also mein Personal hat nicht die typische flachsige Kürbisart. Ich achte eigentlich sehr darauf, dass sie sehr nett und aufmerksam sind, können auch mal einen Spruch bringen. Aber nicht dieses, was man halt so kennt. Ne? Ich finde, das passt einfach nicht zu uns. Also im Haus Unkelbach haben wir einen wunderschönen Biergarten mit 250 Plätzen. Dann haben wir oben einen wunderbaren Ostermannsaal, wo man von 40 bis 60 Leute feiern kann. Dann haben wir noch einen Saal für 60 bis 100 Personen. Und insgesamt natürlich unser Restaurant mit Braustube. Also insgesamt können hier bis zu 400 Leute gleichzeitig essen, feiern, fröhlich sein und trinken.